Yo, Kameramagier, neues Jahr, neuer Hintergrund, weil ich jetzt im Homeoffice bin wegen des Virus, dessen Name nicht genannt werden darf, und neues Cappy. Und heute geht's um ferne Reiseziele und wo sie zu finden sind. Nein, Spaß, heute geht es um Callout-Titles, genauer gesagt, wie man sie in DaVinci Resolve macht, und we gonna catch them all. Ihr habt doch wohl nicht gedacht, dass ich das Cappy auflasse, oder? Das Stirnband ist viel zu sehr mein Markenzeichen. Okay, lass uns mal in DaVinci Resolve springen und einen Callout-Title basteln. Mit Tracking und allem drum und dran. In DaVinci Resolve gibt es unterschiedliche Arten, mit diesen Callout-Titles zu beginnen. Wichtig zu wissen ist, dass alles, was wir jetzt in Fusion auf einem Clip machen, dann später in der Color-Page ebenfalls mitgegradet wird. Das heißt, falls du ein bestimmtes Farbschema bezüglich Corporate Identity einhalten musst für so einen Titel, wäre es auf jeden Fall sinnvoller, das Ganze von einem Adjustment-Clip aus zu Beginn. Aber hier kommt ein Quirk in Fusion, weil wenn du einen Adjustment Clip von der Effect Library reinziehst und in Fusion gehst, startest du bei einem Frame von 9000 noch was, was super unhilfreich ist, um das Ding später mal wieder verwendbar zu machen. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, zuallererst einen Adjustment Clip in die Timeline zu ziehen und den Adjustment Clip dann nachher in den Media Pool zu ziehen, so wie ich das hier drüben schon gemacht habe, weil das resettet die Frame-Anzahl. Das heißt, ich lösche hier den Adjustment Clip, den ich jetzt hier drin hatte, und ziehe mir den aus meinem Media Pool rein und gehe in Fusion. Und jetzt hat sich meine Startframe-Anzahl auf 0 resettet, was super cool ist für deine Animation. Soweit so gut zum Setup. Okay, jetzt ist es wichtig zu sehen, dass ein Callout-Title aus mehreren Elementen entsteht. Zum Beispiel der Punkt, der aufblitzt, der Tracker und natürlich die gesamte Titelanimation. Und wir starten zuallererst mit dem Bauen von dem Title. Okay, in Fusion hole ich mir ein Rectangle rein, lass mir das anzeigen und erhöhe die Width vollkommen. Dann drücke ich STRG C und dann STRG SHIFT V für eine Instanz. Diese Instanz lasse ich mir auf den zweiten Viewer anzeigen, und wenn ich den Paint Mode auf Subtract stelle und das Center mit Rechtsklick die Instanze, habe ich die Möglichkeit, eine Animation für einen normalen Titel zu erstellen. Okay, dazu gehe ich zu einer Frame-Anzahl. Ich würde jetzt erstmal Frame 20 sagen, setze einen Keyframe bei Center, gehe 15 Frames nach vorne und setze den X-Wert auf 1.5. Damit habe ich eine Animation, die sich selbst revealed, und das kann ich jetzt als Maske für einen Background nehmen, den ich dann hier einfüge. Dem kann ich dann auch jede Farbe geben, die ich haben will. Okay, für den Text ziehe ich mir eine Text Plus Node rein, lass mir die anzeigen, schreibe einen Text rein, gebe dem Ganzen die Farbe, die ich haben will, und merge das mit dem Background. Anschließend verbinde ich dann noch den Background in den blauen Masken-Input des Merge, und somit wird unser Text nur da angezeigt, wo auch unsere Bauchbinde, unser Titel ist. Den Text kann ich auch noch so animieren, wie ich haben will, und so hinstellen, wie ich ihn brauche. Um eine schöne Animation zu bekommen, markiere ich mir meine Instanz, öffne die Splines, lasse sie mir schön anzeigen und markiere alle Punkte und smoothe die aus mit Shift F. Kann ich sie schön ausmoven, und somit habe ich eine schöne, moderne und cleane Animation. Okay, damit haben wir schon mal den Titel. Als nächstes brauchen wir noch den Punkt, wo der Tracker ansetzt. Suche dir dazu mit Shift Space eine S-Ellipse und ein S-Ngon raus und anschließend noch ein S-Renderer. Verkleinere die Ellipse in Width and Height und nimm im S-Ngon das Solid raus und erhöhe die Border Width. Damit kriegst du einen schönen Punkt, wo du sogar noch einstellen kannst, wie viele Ecken das ganze Ding haben soll. Für etwas mehr Bewegung suche dir eine S-Transform-Node raus und verbinde sie vor dem S-Renderer und klicke bei der Rotation mit Rechtsklick drauf, Expression und dann Time. Jetzt bewegt sie sich unablässig. Okay, ich möchte noch für den Punkt noch eine ganz kleine Eingangsanimation erstellen. Dazu suche ich mir eine Transform-Node raus, verbinde den S-Renderer mit der Transform-Node und lass mir die auf dem Viewer 2 anzeigen. Jetzt möchte ich auf Frame 0 gehen, ein Keyframe setzen, die Size auf 0 setzen, ein paar Frames nach vorne gehen, die Size etwas höher nehmen
und dann noch etwas weiter gehen und die Size wieder ein kleines Stück runternehmen. Damit habe ich jetzt eine Plop-Up-Animation, die ich dann in den Splines noch etwas smoothen kann mit Shift-S. Und damit ist der Verlauf etwas schöner. Okay, jetzt brauchen wir noch die Linie, die zwischen beiden Dingen verbunden wird. Für die Linie suchst du dir am besten eine Polygon-Node rein, ziehst sie auf einen Viewer, um sie anzeigen zu lassen und machst zwei Klicks für eine Linie. Anschließend möchtest du hier, da wo Right-Click for Shape Animation steht, mit Rechtsklick draufklicken und Remove Polygon Polyline drücken. Dieser Schritt ist super wichtig, also vergiss den bitte nicht. Remove die Polyline vorher, weil das ist das automatisierte Keyframe-Tool der Polygon-Node und bevor du dieses nicht entfernst, kannst du keine Tracking-Punkte zuweisen. Okay, weiter geht's. In der Polygon-Node möchtest du dann hier oben auf Modify Only klicken und dann beide Punkte markieren, mit Rechtsklick auf Polygon Polyline klicken und dann Publish Points. Jetzt haben wir hier diese zwei Punkte, die wir an andere Punkte dranbinden können. Und um deiner Polyline auch noch eine Dicke zu geben, erhöhe ein bisschen die Border Width. Okay, zu guter Letzt wollen wir die Polyline noch animieren und dazu werden wir die Length nutzen. Das heißt, wir gehen auf Frame 10 ungefähr, setzen einen Keyframe bei Length, setzen die Length auf 0 und da ich das jetzt in Sync mit der anderen Animation mache, gucke ich mal kurz ins Rectangle rein. Hier habe ich bei Frame 20 angefangen, also setze ich bei Frame 20 die Length auf 1, dann öffne ich meine Splines. Lass mir über Show Only Selected Tools meine Polyline anzeigen und smooth auch hier mit Shift-S beide Punkte aus. Und damit habe ich eine schöne Polyline. Okay, als nächstes möchte ich alles drei zusammenbringen. Also der Punkt, die Linie und die Animation. Und das ist ziemlich cool, weil nachher können wir beides unabhängig voneinander hin und her bewegen. Okay, ich möchte diesen Punkt meiner Polygon-Node an die linke Seite meiner Animation bringen. Und dazu mache ich folgendes. Ich suche mir eine Transform-Node raus und lasse mir die anzeigen. Hier möchte ich das Ganze um 0,5 nach rechts verschieben, also gebe ich in Center einfach nur 1 ein und anschließend hole ich mir noch eine Transform-Node, die ich anschließend verbinde. Jetzt habe ich den Centerpunkt dieser Transform-Node an der linken Seite meiner Titelanimation und kann damit zum Beispiel hier auch die Größe passend ändern. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, dieses Center frei verfügbar zu machen. Dazu klicke ich mit Rechtsklick drauf und auf Publish. So, jetzt habe ich einen Modifier mit einem Punkt, der einfach dieses Center widerspiegelt. Und diesen Punkt möchte ich jetzt an den Punkt 1 unserer Polyline knüpfen. Dazu gehe ich in die Polyline und dieser Punkt 1 hier, den will ich da dran knüpfen. Und das kann ich ganz einfach über Rechtsklick Connect to und das ist unsere Transform 3 Center. Bam! Und wenn wir uns jetzt beides mal anzeigen lassen, dann seht ihr, sobald ich hier etwas bewege, bewegt sich auch die Linie mit. Damit haben wir das Ganze schon mal mit dem Titel verbunden. Okay, kommt noch der Tracking-Punkt. Okay, für den Tracking-Punkt lasse ich mir zuallererst die Polygon rechts anzeigen und die Transform von meinem Tracking-Punkt auf der linken Seite. Jetzt wollen wir etwas Ähnliches machen, aber mit einer Expression, weil wir ja diesen Punkt in der Polygon-Node hier nachher an einen Tracker binden wollen. Das heißt, wir klicken unsere Transform-Node an, klicken hier oben auf Pin, damit sie auch bleibt, wenn ich mir jetzt meine Polyline anzeigen lasse. Okay. Und jetzt möchte ich bei der Transform 1 mit Rechtsklick draufklicken und sagen Expression. Und jetzt kann ich ganz einfach das Plus klicken und auf den Punkt 0 ziehen. Und schon springt der Punkt des Transforms automatisch an die Stelle, wo unser Punkt 0 im Polygon ist. Okay, und was wir jetzt noch machen wollen, ist diese gesamte Animation, diese drei Teile zusammen zu verbinden. Und das machen wir folgendermaßen. Um den Tracking-Punkt und die Polyline zu verbinden, suche ich mir mit Shift-Space eine Bitmap-Node raus und gehe dann von der Transform-Node in den orangenen Input und von der Polygon-Node in den blauen Input der Bitmap. Und wenn ich mir jetzt die Bitmap angucke, haben wir beides gemeinsam. Und wenn wir jetzt auch noch die Farbe davon ändern wollen, dann können wir ganz einfach einen Background reinziehen und die Bitmap in den blauen Input des Backgrounds ziehen. Und jetzt können wir die Farbe so ändern, wie wir sie haben wollen.
Und um jetzt auch noch unsere Titelanimation hier reinzubekommen, suchen wir uns eine Merge raus und verbinden die Merge mit dem Background und die Transform Node mit dem grünen Pfeil der Merge. Okay, bevor wir das ganze Ding jetzt am Tracker binden, machen wir es noch zeitresponsive und wir fügen noch eine Up-Animation hin. Und am sinnvollsten ist es, die Up-Animation vorher zu machen. Also starten wir doch damit. Okay, für eine einfache Up-Animation möchte ich jetzt erstmal alles markieren und dann in die Splines gehen. Da die Splines uns nur das anzeigen, was auch wirklich animiert ist, haben wir jetzt quasi eine Vorselektion aller Nodes. Hier möchte ich auf Frame 0 gehen und mit STRG K einen Keyframe auf allen Ebenen legen. Dann möchte ich zu dem letzten Keyframe gehen, das ist bei mir hier Frame 35, und ebenfalls mit STRG K einen Keyframe setzen. Jetzt möchtest du auch nochmal ein paar Frames nach vorne gehen und nochmal mit STRG K überall einen Keyframe setzen. Das ist jetzt quasi die Area, an der gestretched werden soll. Dann markierst du dir einfach alle Keyframes und klickst mit Rechtsklick auf ein, suchst dir das Duplicate und hier Ping Pong. Und sagst dann, du möchtest eine Iteration Ping Pong haben. Und jetzt hat er uns das Ganze nochmal rübergespiegelt auf die andere Seite. Und damit haben wir mit ein paar Klicks eine einfache Up-Animation. Okay, um das Ganze jetzt zeitresponsive zu machen, solltest du dir folgende Sachen aufschreiben. Und zwar, wann bei dir diese Zeit ist, wo das Ganze stillsteht. Das bedeutet, bei mir ist das hier Frame 35 bis Frame 45. In dieser Zeit passiert hier nichts. Und dann solltest du auch noch den Frame aufschreiben, auf den dein letzter Keyframe liegt. Bei mir ist das hier Frame 80. Und wenn du diese Frames hier jetzt aufgeschrieben hast oder gemerkt hast, dann gehen wir jetzt da rein und machen das Ganze zeitresponsive. Okay, wir gehen zuallererst in unsere Instance rein. Und da wir hier ja nur das Center animiert haben, klicken wir mit Rechtsklick drauf, Insert und jetzt Keyframe Stretcher. Jetzt habe ich einen neuen Modifier dazu bekommen und zwar den Keyframe Stretcher. Und jetzt möchten wir hier unser Source End eingeben. Das sind bei mir hier die 80, also da, wo der letzte Frame quasi eine Animation hat. So, und der Stretch Start ist halt das, wo der Stretch anfangen soll und was bei mir Frame 35 ist und Stretch End ist ja die 45. Jetzt siehst du, hat es die Keyframes automatisch weitergeschoben, so dass sie quasi genauso starten wie bisher, aber jetzt halt erst nach einer gewissen Zeit kurz vor Ablauf wieder abanimieren. Und genau das gleiche möchten wir jetzt auch in der Polyline in der Length machen. Mit Rechtsklick auf die Length, Insert und dann Keyframe Stretcher. Und hier wollen wir auch wieder eingeben. Unsere Endanimation war 80, Start 35, Stretch End 45. So, und damit haben wir schon mal die richtige Animation für diese beiden Teile. Weil die gehen jetzt mit, aber du siehst, der Punkt verschwindet noch zuerst. Und den haben wir ja in unserer Transform Node hier gemacht. Und das bedeutet, ich möchte hier auf der Size ebenfalls mit Rechtsklick drauf, Insert und dann Keyframe Stretcher. Und auch hier wieder Source End 80 eingeben, Stretch Start 35 und 45 in Stretch End. Das, was wir jetzt gemacht haben, macht das ganze Ding zeitresponsive. Das bedeutet, wenn wir das Ganze in der Edit-Page lang und kurz machen, wird dieser Stretch, diese 10 Frames zwischen Frame 35 und Frame 45, die werden länger oder kürzer, je nachdem, wie sehr wir stretchen. Und das ist ziemlich cool, weil das macht das Ganze zeitresponsive und super easy von der Edit-Page aus zu bearbeiten. Okay, du hast vielleicht bemerkt, dass es den Keyframe-Stretcher auch als einzelne Node gibt. Und du fragst dich vielleicht, hättest du das ganze Ding einfach als Node ganz ans Ende dieser Animation setzen können? Nein, weil der Grund ist, wir wollen das Ganze ja jetzt noch mit Tracking-Data aufpeppen. Und da würden halt die Keyframes von der Tracking-Data ebenfalls mitgestretched werden, was nicht funktionieren würde. Und deswegen haben wir den Keyframe-Stretcher als Insert-Modifier genutzt.
Okay, aber apropos Tracking, lass uns mal das Tracking angucken. Ich lasse mir jetzt hier mal noch mein Media-In anzeigen und ich suche mir mit Shift-Space eine Tracker-Node raus und verbinde mein Media-In mit dem Tracker und lass mir den anzeigen. Jetzt möchte ich etwas raussuchen, einen Punkt, der viel Kontrast hat. Ich möchte hier diese Kamera nutzen. Wenn ich gucke, ich habe jetzt hier oben einen grünen Tracking-Punkt und in der linken Ecke kann ich dann den dahin ziehen, wo ich ihn hinhaben möchte. Okay, kurz zur Erklärung. Der Tracker würde jetzt danach suchen, was jetzt hier in dieser Box ist. In der gestrichelten Box ist die Such-Area. Das bedeutet, wenn du viel Bewegung hast, müsste diese Such-Area größer sein. Oder wenn du wenig Bewegung hast, kannst du diese Such-Area auch kleiner machen, weil dann ist der Tracker natürlich etwas schneller. Aber viel wichtiger als die Geschwindigkeit des Trackers ist natürlich die Genauigkeit des Trackers. Und du siehst hier im Inspektor, der Tracker sucht nach genau diesem Pixelmuster. Und zwar nach genau diesem, weil wir den Adaptive Mode auf None haben. Und das bedeutet, wenn die Drohne sich jetzt in dem Clip drehen würde und du perspektivische Veränderung hast, würde der Tracker das nicht unbedingt als denselben Pixelwert oder dasselbe Pixelmuster erkennen. Deswegen möchtest du im Adaptive Mode am besten auf Best Match oder Every Frame klicken. Ich nehme für meine Möglichkeit Best Match und kann jetzt das Ganze tracken. Und damit rödelt er durch und schreibt uns eine ganze Menge Keyframes hin. Und diese Keyframes sind ein Pfad, ein Tracker-Pfad. Und wenn du dir das anguckst unter Modifier, haben wir diesen Pfad jetzt auch da. Und diesen Pfad können wir nutzen, um ihn an jeden beliebigen Punkt zu klatschen. Und wir wollen ja diesen Tracking-Punkt an unseren Originalpunkt binden. Und dazu gehen wir in die Polygon-Node rein und zu dem Punkt 0. Das ist ja dieser Punkt, an dem wir das Ganze binden wollen. Und da klicken wir mit Rechtsklick drauf, Connect to und jetzt hier unten Tracker Path Position. Und flupp springt das Ding an die Stelle im Bild, wo der Tracker ist. Und damit ist unsere Animation quasi fertig und wir können ganz einfach eine Merge hier hineinziehen und das Ganze mit unserer Animation verbinden. Und wenn wir uns jetzt unseren Media Out anzeigen lassen, dann sehen wir, dass das geklappt hat. Und wenn du die Position von diesem Schildchen irgendwie verändern willst, dann gehst du einfach auf die Transform und ziehst das ganze Ding dahin, wo du es haben willst. Und damit haben wir eine schicke Animation. Und diese Animation kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite runterladen. Link dazu ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Und dort kannst du mich auch unterstützen, indem du meine Assets kaufst. Also falls du neue Titelpacks brauchst oder paar Transitions, kann ich damit auch dienen. Und es würde mich unterstützen, wenn du darauf Lust hast. Ansonsten nutz das freie Zeug und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Tutorial, was du hier siehst. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.